Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Heavy Rain. Wir sind gerade bei Ethan Mars Prüfung Nummer 2. Bringen wir mal Licht ins Dunkle. Okay. Na dann hinein vergnügen. Was auch immer uns da drin erwarten wird. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Okay. Es gibt nur eine Richtung. Und ich sehe da schon etwas liegen. Das gefällt mir gar nicht. Glas. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Okay, wir haben es gehört. Ganz vorsichtig. Ich hoffe, das geht so. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Okay, folgen wir dem Windhauch, der uns nach rechts führt. Ah, schmerzhafte Sache. Alleine vom Zusehen. Aber den rechten Weg hätte ich sowieso eingeschlagen, wegen dem Schmetterling, der uns bis jetzt immer den richtigen Weg gezeigt hat. Nach links. Hätte ich auch intuitiv genommen, weil rechts so ein Stromschlag ist. Wer macht sich nur diese Mühe? All die Splitter hier wunderschön verteilen, das ist doch krank. Wir können leider nicht schneller machen, sonst hat Ethan ernste Schwierigkeiten. Schauen wir mal. Nach links. Und ich verrate euch jetzt mal was. Würden wir jetzt nicht nach links, sondern nach rechts gehen? Ah, warte mal. Raten. Reizend. Wenn die reinkommen, kann ich auch raus. Ja, in der Tat. Aber ich möchte hier raus. Wie kann ich denn zurück? Muss mich irgendwie hier drehen oder was? Ja, das ist jetzt ein bisschen umständlich. Und jetzt dreh dich, komm. In die Richtung, genau. Ja, ich glaube, jetzt stimmt's wieder. Oder stimmt's wirklich? Jetzt bin ich verwirrt. Naja, schauen wir mal. Würden wir einen Weg falsch gehen, dann würden wir eine Leiche sehen, einen jungen Mann. Und wenn er mich fragt, also das wird nie genauer erläutert, deswegen erzähle ich euch das jetzt. Das wird wahrscheinlich der sein, den Scott besucht hat, also seine Frau, die sich umbringen wollte, die er erzählt hatte, dass jemand spurlos verschwunden ist. Also anscheinend hat es dieser bis Prüfung 2 versucht, ist dort drin aber dann jämmerlich verreckt. So viel zu meiner Theorie. Ich fand es schade, dass das nie genauer beleuchtet wurde.
und nach rechts. Aber das hätte Ethan jetzt auch nicht großartig interessiert, wenn er diese Leiche gesehen hätte. Komm, Ethan, was machst du? Oh Mann, jetzt. Das ist jetzt blöd gemacht. Ethan, beweg dich. Dreh dich bitte. So, jetzt aber. Das ist ein bisschen blöd gemacht, weil immer wenn die Kamera wechselt, dann ändert sich auch meine Bewegungssteuerung. Da hätte ich in die andere Richtung lenken müssen. Aber egal, wir haben es jetzt so gut wie geschafft. Ihr seht es ja selbst. Hier geht's raus. Aber war das schon alles von dieser Prüfung? Mal sehen. Komm, rappel dich auf. So, ins nächste grauenvolle, enge Chaos. Ich habe keine Wahl. Muss ein sehr unangenehmes Gefühl sein. Keine Ahnung zu haben, was einen da unten erwartet. Jo, und loslassen. Na, das sieht ja vielversprechend aus. Juhu! Tja, auf zum Schmetterling. Also man kann den Strom definitiv nicht abstellen. Das wäre auch zu einfach. Aber man kann jederzeit aufgeben. Man muss diesen Parcours nicht durchschreiten. Aber dann also durch diese Tür könnte man gehen. Aber dann bekommt man halt auch keinen Hinweis. Und Prüfung 2 wäre gescheitert. Und das wollen wir nicht. Wir wollen versuchen, hier durchzukommen und suchen uns dazu die mit dem wenigsten Strom Schwingungen. Denn die sind schon gefährlich genug. Das hätten wir schon mal. So, nächster. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Von den Ladungen her. Wie ist das passiert? Merkwürdig. Eieiei, ihr seht's an der. Ich darf mir nicht so oft Fehler erlauben. Ich mach doch lieber den, oder? Das sieht besser aus. Verdammt. Irgendwas mache ich gerade falsch. Komm, nochmal. Wir schaffen das. Denk an deinen Sohn. So. Jetzt aber nach oben, oder?
Oder wie schaut das aus? Oh, das schaut aber auch sehr stromarm aus. Nehmen wir das. Ja, da konnten wir es uns ein bisschen einfacher machen. Sehr schön. So, jetzt... ich weiß nicht. Boah, der sieht auch nicht gut aus. Ah, egal, wir müssen vor. Wir müssen vor, komm. Verrenkt mir gerade die Finger ein bisschen. Aber... Nein, versucht's gar nicht. Ach, wie mies. Ja, okay, das ist der falsche Weg. Das wusste ich jetzt auch nicht. Dass man auch mal ganz falsch gehen kann. Aber dann sind wir hier, meine ich, falsch, weil... Das da... Hopp, dreh dich doch mal dahin. Das sieht nicht besser aus, oder? Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Hopp, dreh dich. Ich glaube, wir müssen da nochmal durch und dann nach oben. Aber das wusste ich bisher noch gar nicht. Also das war mir jetzt neu, dass manche überhaupt nicht passierbar sind. Was ja aber eigentlich realistisch ist. So, und jetzt das da oben. Was tut der? Okay. Wir haben es geschafft. Okay. Weiter. Wir sind fast da. Vielleicht gleich das da vorne. Könnte ich das ein bisschen näher sehen? Ach, ich probiere es einfach. Ach so, ja. Ja, das nehmen wir. Oh, er will springen. Okay. Wunderbar. Puh, das war ein bisschen knapp. Eine schwache Ausbeute. Könnte immer noch so viel sein. Aber nun gut, Prüfung 2 bestanden. Auf zur nächsten.